Immer kommt es darauf an, die Ernte schnell, verlustarm und ökonomisch einzubringen. Hier bewähren sich in den verschiedensten Erntekulturen und bei komplizierten Einsatzbedingungen in vielen Ländern die Fortschritt-Mähdrescher E512 und E516 mit ihrem bekannten Leistungsvermögen, ihrer Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Der E514 ist ein neues Erzeugnis von Fortschritt. Ein Mähdrescher der mittleren Leistungsklasse mit einem Durchsatz von 21,6 Tonnen in der Stunde im Weizen. Ausgestattet ist er mit vielen technisch bedingten Vorzügen, die wir Ihnen nicht vorenthalten. Zum Beispiel die Auslegung des Motors mit einer Leistung von 85 Kilowatt. Der eine gute Übersicht gewährende Steuersitz mit ergonomisch günstiger Zuordnung aller Bedienelemente sowie die über die Klimatisierung beeinflussbare Kabinenatmosphäre gewährleisten den hohen Bedienkomfort des E514 und gestalten die Arbeit des Mähdrescherfahrers zu einer Tätigkeit mit weitgehender physischer Entlastung. Dazu gehört auch das im Blickfeld des Fahrers angebrachte Kontrollinstrument der Verlustmesseinrichtung des E514. Die Erweiterung des Fassungsvermögens von Körnergut durch ein Kornbunkervolumen von 3,5 Kubikmetern und eine Abtankhilfseinrichtung für schwer fließende Erntegüter. Die Neukonstruktion des Schwinghebel-Messerantriebs gewährleistet eine gleichsam erhöhte mechanische Funktion. Ebenso erhöht die neue Konstruktion der ausschraubbaren und selbstfedernden Haspelzinken wesentlich die allgemein üblichen Standzeiten. Und die Haspel-Horizontalverstellung mittels Hydraulikzylinder beseitigt den dazu bisher üblichen manuellen Arbeits- und Zeitaufwand. Die bereits vorgestellten und noch weitere neue konstruktive Lösungen sichern eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Mähdreschers E514. Die breite Lenkachse stabilisiert das Fahrverhalten und erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Für den Reißdrusch ist die Halbraupe bestimmt. Mit seiner umfangreichen Ausstattung an auswechselbaren Adaptern für den Mäh-, Schwad- und Pflückdrusch, die beim Straßentransport ausnahmslos vom Mähdrescher mittels Schneidwerkswagen nachgeführt werden, ist der Mähdrescher E514 zur Ernte aller Druschfrüchte universell einsatzbar. Allein für den Getreidedrusch verfügt der E514 über 3 verschieden breite Schneidwerke. Der Anbau der Adapter ist kein Problem für den Mähdrescherfahrer, denn er vollzieht ihn ohne jeglichen körperlichen Kraftaufwand durch die Bedienung der Mechanik. Dazu kommen ein paar leichte Handgriffe zur Verriegelung der Kopplungselemente und das Einschwenken der Halmteilerspitzen von der Transport- in die Arbeitsstellung. Und der E514 ist bei kürzester Umrüstzeit zum Mähdrusch einsatzbereit. Das Einschwenken der Abtankschnecke von der Transport- in die Arbeitsstellung und umgekehrt erfolgt mittels Hydraulikzylinder und damit vollmechanisiert. Ausgerüstet mit Hydrolenkgetriebe und gut dimensionierter Bremsanlage zur Allrad- und Einzelradbremsung gewährleistet der E514 günstige ergonomische Bedingungen, erreicht eine hohe Manövrierfähigkeit und erzielt damit kürzeste Wendezeiten während des Mähdrusches. Neben den bereits bekannten und bewährten Ausführungsvarianten der Fortschritt-Mähdrescher
ist im Angebot dieses Mähdreschers auch neu das größere Sortiment an zusätzlichen Ausrüstungen zur Erweiterung der Gebrauchswerteigenschaften des E514 und seiner Einsatzmöglichkeiten. Er wird geliefert mit klimatisierter Fahrerkabine oder, wie hier, mit Sonnendach. In Standardausführung mit Kornbunker und Abtankvorrichtung oder in Spezialausführungen mit Kornbunker und Absackeinrichtung. In Standardausführung zur Schwadablage oder mit Zusatzeinrichtung zum Strohreißen. Eine weitere zusätzliche Ausrüstung des E514 ist der Strohsammler für eine spezielle Technologie der nachfolgenden Strohbergung. Entsprechend der jeweiligen Beschaffenheit der Bestände können die Schneidwerke mit Ehrenhebern, Halmteilern, Teilerspitzen und Teilerbügeln ausgerüstet werden. Der E514 erreicht damit eine gute Anpassung an jede Erntesituation. Er ist für jedes Ernteverfahren einsetzbar, wie hier beim Schwaddrusch. Man kann konstatieren, der Mähdrescher E514 hat, was gebraucht wird. Auch die erforderlichen Kraftreserven, um alle Erntebedingungen zu meistern, die Arbeit in schwierigen Hanglagen bis zu 21% Neigung nicht ausgenommen. Zur Übergabe des Körnergutes an das Transportfahrzeug muss der Mähdrescher nicht gestoppt werden. Beachtlich, weil von Vorteil, ist die Übergabehöhe der Entleerungsschnecke des E514, die das Abtanken des Körnergutes in Transportmittel mit hohen, großvolumigen Aufbauten ermöglicht. Die Ökonomie des Mähdrusches wird noch immer von den Erntemaschinen bestimmt und gemessen am Leistungsvermögen, an der Zuverlässigkeit und nicht zuletzt an der Vielseitigkeit der Mähdrescher, die eine weitgehende Auslastung und Amortisation dieser Produktionsmittel ermöglicht. Hier setzt der Mähdrescher E514 von Fortschritt beachtliche Maßstäbe. Denn Getreide, Ölfrüchte, Hülsenfrüchte, Körner, Mais und auch Reis sowie Samenträger von Futterpflanzen, von Gemüse, Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen sind Druschfrüchte, die vom Mähdrescher E514 geerntet werden. Dabei erreicht der Mähdrescher E514 die beachtlichen Durchsatzleistungen von 7 Kilogramm pro Sekunde im Weizen und von 8,5 Kilogramm im Körnermais. Die variable technische Ausrüstung und ihr hoher Entwicklungsstand erschließen dem E514 einen großen Anwendungsbereich und nehmen selbst auf die Leistungsfähigkeit des Fahrers Einfluss. So zum Beispiel die neue Lenkautomatik, die die exakte Reihenführung des Maispflückers garantiert. Somit ist der Mähdrescher E514 ein weiteres Erzeugnis von Fortschritt, das die gute Tradition und die Leistungsfähigkeit eines Kombinates repräsentiert, das im Land- und Nahrungsgütermaschinenbau der Deutschen Demokratischen Republik eine führende Position einnimmt und Maschinen und Anlagen produziert, die bis ins Detail perfekt sind. Denken Sie daran, wenn Sie planen. Wir bieten Ihnen für die Rentabilität Ihres Betriebes, was Sie brauchen. Die hocheffektive Technik, den Service, der dazugehört, und die Qualifizierung Ihres Personals zur Bedienung Ihrer Landtechnik von Fortschritt.